Jo Leute, servus und herzlich willkommen, mal wieder zu einem kleinen Video. Ja, das Video wird jetzt auf jeden Fall wirklich nur klein, weil es ein kleines Informationsvideo ist, darüber, wie es denn jetzt halt weitergehen sollte. Ja, ihr habt es ja bestimmt schon mitbekommen, die Gameforge hat mal wieder angefangen, die P-Server-Videos zu sperren. Also da hat es ja schon einige erwischt, so den Sascha-LP, mich, Zitrone, Juri, glaube ich, hat es auch erwischt und sowas. Quint Capone wurden auch ein paar gesperrt. Und anscheinend sind sie, was das angeht, wieder ziemlich aktiv geworden. Und ja, ich will eigentlich ganz ehrlich zu euch sein, ich habe relativ wenig Bock, Videos zu machen. Wenn ich weiß, dass sie innerhalb ein, zwei, drei Tage oder so, gesperrt werden. Ich meine, verstehe mich nicht falsch, ich meine, dass das irgendwann mal passieren wird, war mir persönlich klar. Ich dachte zwar, okay, vielleicht lassen sie mich ja in Ruhe, aber anscheinend nicht. So, ich meine jetzt auch nicht, dass mich das irgendwie überrascht oder dass mich das jetzt verwirrt, aber auf jeden Fall wollte ich das nur mal gesagt haben. Die Gameforge hat das ja schon mal gemacht, die ganzen P-Server-Videos gesperrt, und warum sollten sie dann damit aufhören? Das war mir halt eigentlich schon bewusst. So, jetzt bleibt aber halt nur noch die Frage, was machen wir? Und ich habe mir mal ein bisschen Gedanken gemacht und ich denke, wir haben so an sich ja vier Möglichkeiten eigentlich. Möglichkeit 1 wäre, ich höre auf mit YouTube. Das möchte ich aber eigentlich auf gar keinen Fall machen, weil, ich meine, warum auch? Ich habe 4K Abos jetzt halt erst geknackt und nur weil Videos gesperrt werden, sicher nicht. Also das stelle ich euch, also ich persönlich nicht, aber ich stelle es trotzdem mal als Auswahlmöglichkeit in den Raum. Zweitens, wir machen einfach so weiter wie bevor. Also quasi, ich mache ein Video auf, haus raus. Sehe ich aber auch eher sinnfrei, weil ich meine, ich mache mir die Arbeit ja, damit die Leute die schauen können. Und wenn so ein Video nach 2 Tagen wieder gelöscht wird, ich denke mal, das hilft, ja, keinem. Weißt du, weil ich mache mir nicht die Arbeit und haue ein Video hoch, damit das gelöscht wird, weil ich mache das nämlich nicht für Geld oder sowas. Ich will ja damit keine total irrelevanten Wünsche wie ein Fitnessstudio mit Medien-2-Videos finanzieren, aber das nur mal so am Rande. Von daher, Möglichkeit 2 ist jetzt halt auch eher so eine Meh-Antwort, ne? Weil, bringt ja nichts, ganz ehrlich. So, Möglichkeit 3 wäre, ich fange an mit medien2.de. Mal wieder. Ja. .de sehe ich aber, ja, ganz ehrlich, meinen Kanal oder mich selbst mit relativ wenig Zukunft. Weil Slow Level ist einfach langweilig wie die Sau. Ich denke mal, da widerspricht mir kein Mensch, vor allem wenn ihr nicht cashen würdet oder wenig casht. Und fürs High Level fehlt mir ganz ehrlich die Zeit und vor allem die Lust auf das Spiel. Ich habe keinen Bock mehr, mich in irgendwelche unnötigen Beef-Sachen einzumischen oder zu meinen, man müsse irgendwo mit irgendwas mithalten. Vor allem in Medien 2 geht das nur übers Geld und das. Puh. Ja. Jein. Ich lasse es euch aber mal natürlich als Auswahlmöglichkeit auch offen im Raum stehen. Warum sage ich jetzt aktuell Auswahlmöglichkeit, werdet ihr jetzt dann gleich nachher noch merken. Aber ich sag ganz ehrlich, DE total langweilig. Ganz ehrlich, DE Low Level irgendwas erreichen, Bock langweilig. So, und vierter Punkt und der letzte Punkt wäre quasi, ich würde andere Spiele auf YouTube auch raushauen. Ich meine, ihr wisst ja, ich spiele relativ viel Counter-Strike, ich spiele Call of Duty, ich spiele eigentlich alles Mögliche. Und könnte in die Richtung auch natürlich gerne weiter Videos machen oder gerne andere Videos machen. Falls ihr da Bock drauf habt, ich habe ja auf meinem Zweitkanal ein paar CSGO-Clips noch, die könnte ich auch hier hochladen. Wir könnten Gambling-Videos machen, Case-Openings, COD, irgendwelche Commentaries oder Road 2s oder was weiß ich. Also, wenn ihr da Bock habt, stimmt dafür ab. Und warum soll ich jetzt abstimmen? Und zwar, ich werde die Kommentare für das Video deaktivieren, weil es werden unten 4 Kommentare stehen. Einmal wird Möglichkeit 1 sein, aufhören mit YouTube. Einmal Möglichkeit 2, weitermachen wie bisher und halt einfach, dass die Videos gelöscht werden. Möglichkeit 3 wäre, wir spielen weiter oder wir spielen medien2.de von 0 auf an, was ziemlich langweilig ist. Und Möglichkeit 4 wäre eben andere Spiele bringen und ja, Medien 2 quasi auf Livestreams oder sowas begrenzen, weil da können sie ja quasi nicht gesperrt werden. Und stimmt dann bitte ab, gebt eurem Favoriten einen Daumen nach oben. Also dem Favoritenkommentar. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn das viele weitermachen würden. Ich werde euch auch mal hier die Videos von Sascha und von Zitrone unten in die Videobeschreibung packen. Könnt ihr euch denen ihre Statement-Videos auch mal anhören. Auf jeden Fall coole Dudes. Unterstützt die auf jeden Fall mit einem Like, wenn ihr da Bock habt.
Und ja, dann würde ich sagen, war es das jetzt erstmal mit dem kleinen Informationsvideo. Und dann würde ich sagen, wir hören uns dann wieder. Bis dann, haut da rein. Ciao.